Aber es ist natürlich ein Nachteil, die schlechtere Flotte, das muss ich erwähnen, ansonsten wäre es nicht vollständig, diese Einführung. Also macht euch darauf gefasst, die Osmanen haben schwache Flotte von Beginn an, schlechtere Schiffe und müssen erst wirklich diese Admiralität bauen, um dann über die Forschung an die Linienschiffe und sogar an die Fregatten auch erst zu kommen. So, kommen wir nun zum Landmilitär. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier uns, ja, unsere Hauptgrenze kümmern. Die wird umstritten sein, das kann ich euch jetzt schon verraten. Die Österreicher werden uns den Krieg erklären und sie werden sofort angreifen in der Regel. Wir haben Bosnien und Serbien als höchst gefährdete Provinzen. Moldawien interessanterweise ist meistens nicht so gefährdet. Allerdings kommen die Österreicher meistens auch nicht über Siebenbürgen an, sondern sie kommen meistens über ihre Hauptstreitmacht in Ungarn und Österreich an, auch über Kroatien häufig. Wir haben zwei Forts, das eine davon ist ganz gut gelegen hier in Siebenbürgen. Allerdings macht es mehr Sinn, diese Truppen, die wir hier haben, in Fort Hunedoara, diese eine Israeli-Einheit, auch nach Belgrad zu versenden, denn Belgrad ist mit dieser Position mitten zwischen den Straßen und über den Brücken ebenfalls sehr, sehr gut geeignet, hier alles abzufangen. Also es ist sozusagen selbst ein Fort und wir brauchen das Fort hier nicht unbedingt. Das Fort ist nicht so gut gelegen, deswegen ziehe ich die Truppen ab, auch um die Sarajevo-Hauptstadt von Bosnien besser verteidigen zu können. Wie gesagt, Belgrad wird meistens unter heftigsten Beschuss stehen und zum Glück, das ist wirklich Glück, haben wir in Sofia, in Bulgarien, in der Nachbarprovinz, reichlich Truppen, darunter auch zweimal diese recht passablen Israelis, dann einmal die mega billigen Muslims und einmal die ebenfalls mega billige Semeni. Die haben die Kampfkraft, die ist vergleichbar mit bewaffneten Bürgern und die haben, ja, etwas stärker im Nahkampf als die Semeni und deutlich mehr Männer. Also Muslims kann man, wenn man sie klug einsetzt, so als Massenansturm einsetzen, um den Feind im Nahkampf zu binden, um beispielsweise dann mit der Linieninfanterie eine Salve abzufeuern, mit der Kavallerie in die Flanke zu fallen oder, meine Lieblingsvariante, den Feind mit Kartätschen zu beschießen. Deswegen schicke ich die von Bulgarien alle sofort direkt nach Serbien. Und was ebenfalls nötig ist, dass wir sofort von Anfang an hier einen General haben. Ganz, ganz wichtig. 3 Sterne immerhin. Das brauchen wir. Ich kann euch schon verraten, dieser General Guido von Starhemberg ist nicht das Gefährlichste, was die Österreicher haben. Der Gefährlichste ist, ich hasse seinen Namen, Prinz Eugen von Savoyen. Der Mann hat allen Ernstes 8 Sterne. Das bringt einen riesigen Moralbonus auf die Truppen. Und gerade bei unserer schwierigen Gefechtsstufe, die wir gewählt haben als Schwierigkeitsgrad, ist das extrem heftig, gegen den zu kämpfen. Und er wird kommen, 100%, der wird kommen, ganz sicher. Gegen den müssen wir uns wappnen, der Mann ist einfach tödlich, tödlich gut. Und deswegen, am besten ist es, Artillerie zu haben, um den am Anfang in der Schlacht mit einem Glücksschuss irgendwie umzubringen. Dann hat man einen riesen Vorteil. Also der Mann ist so viel wert wie eine ganze Provinz, oder wenn nicht sogar 2 Provinzen. Das ist unser gefährlichster Gegner, wenn wir den erstmal weg haben, dann fällt mir ein Riesenstein vom Herzen. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Schlacht, die wir gegen ihn schlagen werden. Also Prinz Eugen von Savoyen, den Namen merken wir uns, der Mann ist verdammt gefährlich. So, ja, was muss ich denn jetzt noch machen? Ach ja, noch ein paar andere Truppen verschicken. Hier haben wir sie vereint. Ganz, ganz wichtig ist natürlich die Verstärkung des Krimkanals. Dafür muss ich leider unsere Truppen aus Moldawien abziehen und das dadurch ein bisschen entblößen. Aber wir sind in 2 Runden auch schon hier auf der Krim und werden dann vielleicht russische Angriffe abblocken können. Die kommen gelegentlich, aber nicht so häufig, wie man das meinen möge. Und wir haben sogar eine Einheit Deli-Reiterei hier. Die sind sehr, sehr gut. Die können nämlich aus dem Sattel feuern, soweit ich weiß. Können sie das oder können sie es nicht? Nee, können sie, glaube ich, nicht. Die müssen absitzen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben sie sehr gute Nahkampfwerte. Ich glaube, die Maluken haben ungefähr gleich gute. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr passabel. Und der Rest ist nicht so gut, aber es macht nichts. Der General ist nämlich sehr, sehr gut, hat 5 Sterne. Und ja, der wird uns helfen, die Krim zu verteidigen, damit die Russen keinen Hafen am Schwarzen Meer bekommen. Ganz wichtig ist es, in Istanbul von Anfang an Truppen auszubilden. Und ich sagte bereits, die Artillerie wird ein Schwerpunkt. Deswegen werden wir 2-mal die 18-Fünder ausbilden. Und einmal eine Einheit dieser recht guten Kemat-Janitscharen, die im Nahkampf stark sind und auch für Linieninfanterieregimenter äußerst gefährlich sein können. Also wir können am Anfang unser Militär, was nicht so gut ist, das ein bisschen ausgleichen, wenn wir Nahkampfeinheiten und Artillerie produzieren. Das ist wichtig. Und es ist wichtig, wie wir diese Truppen aufteilen, denn wir haben als sozusagen als zentrale Truppenproduktionsmöglichkeit hier in dieser Region nur Istanbul und später ja Athen. Das lohnt sich nicht, das jetzt dafür aufzurüsten. Wird auch später gebunden sein durch den Krieg gegen Venedig, denn wir wollen natürlich die kleine venedische Provinz, die sozusagen der Stachel in unserem Fleisch ist, hier auf Morea, also dem kleineren Teil Griechenlands, erobern. Dafür brauchen wir die Truppen in Athen, deswegen können die nicht hier eingreifen. In Istanbul werden also die Truppen produziert werden, immer 3 auf einmal, 3 Einheiten.
Und wie gesagt, Israelis, Kematinschan und 18-Pfünder Fußartillerie sind die wichtigen Einheiten. Ich werde am Anfang erstmal ein bisschen Truppen hierhin verschicken, auf die Krim, also per Flotte, das kann ich euch eben kurz noch zeigen. Ich werde von dieser kleinen Flotte, die wir haben, die leichte Galeere rauslösen und nach Rumelien schicken. Die soll als Truppentransportschiff dienen. Das Handelsschiff löschen wir. Das kostet einen Unterhalt und das können wir sowieso nicht nutzen. Die zweite, etwas größere Flotte, da haben wir immerhin ein Admiralsflaggschiff und die beiden Galeeren. Die beiden Galeeren lösche ich ebenfalls. Die haben so gut wie keine Kampfkraft, kosten aber auch Unterhalt. Und das schmälert unseren Profit. Wir müssen halt hoffen, dass die Venezianer uns nicht allzu früh den Krieg erklären, denn die Flotte von denen ist relativ stark. Allerdings haben wir einen Vorteil: Wenn wir die venezianische Flotte einmal geschlagen haben, müssen wir praktisch nur noch die hier einbuchten im Handelshafen. Dann sind wir erstmal die Venezianer los, denn sie haben nur einen Hafen. Wenn wir denn das hier erobern, Morea. Aber da ist meistens kein Zweifel, dass wir das tun. So, soviel zur Flotte und zur Armee. Nein, eine Sache müssen wir noch machen natürlich. Die Flotte unter Herrn Mehmet muss nach Armenien, Richtung Georgien. Logisch. Und auch in Armenien selbst werden wir noch eben eine Einheit rekrutieren. Ja, Muslims. Oder die etwas schwächeren, zahlenmäßig schwächeren Baji Bozuks. Die haben allerdings bessere Werte. Das ist jetzt die Frage, nimmt man die oder die? Hohe Kondition. Wir nehmen mal die Baji Bozuks, die sehen etwas besser aus. Sind noch etwas. Nee, sind teurer. Mob-Einheiten, ja gut. Eine Einheit Artillerie und Israelis. Und ein bisschen Mob. Gegen auch nur Milizen und Pikiniere und ein General. Also viel kann Georgien auch nicht mehr aufführen. Dazu kommen noch sicherlich ein paar Einheiten, ja, sehe ich schon, Bürger. Da seht ihr hier, dieser Balken, diese goldenen Streifen, wo mein X mit der Maus jetzt ist, das sind die tatsächlichen Einheiten, die da regulär drin stehen. Diese schwarzen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die erwartete Anzahl an bewaffneten Bürgern, die sich dem Feind entgegenstellen wird. Die ist besonders groß in Hauptstädten und besonders klein in gerade frisch eroberten Provinzen, wo die öffentliche Unruhe noch sehr hoch ist. Ich schicke unseren Agenten da rein. Sehr gut, er hat es sogar geschafft. Er guckt jetzt sich hier um und ja, die Feinde haben einen Spion und einen Edelmann und einen General, also eine interessante Truppe da zusammengestellt. Und ich hoffe, dass wir in der Schlacht, die wir natürlich auch selbst spielen werden, die Georgier schlagen können. Damit Georgien ganz früh besiegt ist. Das wird, glaube ich, schon in der übernächsten Runde der Fall sein, dass wir sie angreifen. Kurz einen Schluck trinken. Ich habe so viel geredet, da ist die Kehle schnell trocken. So. Wenn Venedig uns irgendwann den Krieg erklären sollte, werden wir hier dann auch Truppen ausbilden. Außerdem ist es wichtig, dass wir dann die Flotte aufrüsten. Und wir haben am Anfang als stärkstes Schiff leider nur die Brig. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir gleich in dieser Region vier Häfen haben, wo wir überall, auch in den Handelshäfen natürlich, Brigs ausbilden können oder auch Schaluppen, wenn wir wollen. Das sollten wir auch tun. Eine Flotte an Brigs ist zwar nicht das stärkste, was es gibt, aber die Feinde, die Venezianer, haben eine Flotte mit drei leichten Galeeren. Die sind auf jeden Fall ganz schwach. Und eine große Flotte mit einer Brig, einer Fregatte und einem Admiralsflaggschiff. Und sie können, weil sie auch nur einen Handelshafen haben, eben auch nur Brigs und Schaluppen ausbilden. Also wenn wir die zahlenmäßige Überlegenheit haben, können wir diesen Unterschied in der Qualität bei den Schiffen ausgleichen. So, und jetzt ist diese mega lange erste Runde auch so gut wie vorbei. Ihr seht, die Bevölkerung ist relativ zufrieden. Es gibt nur vier Provinzen, Armenien, Anatolien, Bulgarien und Moldawien, wo die Stimmung nicht gut ist. Und wir können auch immer mal wieder gucken hier bei der Regierung, ob noch bessere Minister auftauchen. Es kommt ja jede Runde ein möglicher Kandidat dazu. Und da können wir weitere austauschen, wenn das denn möglich ist. Ansonsten hoffen wir einfach darauf, dass die anderen Völker uns möglichst lange, möglichst wohlgesonnen sind. Und wie hat das eigentlich gedauert? Das will ich mal kurz wissen. Oh, 53 Minuten, Jassis, für die erste Runde. Das ist ganz schön lange. Ich speichere erstmal. Osmanisches Reich, genau. Und ich glaube, ich habe alles erledigt, was ich machen wollte. Mal kurz nachdenken. Es ist ganz, ganz doof, wenn ich irgendwas vergessen habe, was wichtig ist. Truppen haben wir ausgebildet. Ja. Flotte haben wir hingestellt. Handelsabkommen haben wir geschlossen. Wir erwarten 9600 Goldstücke nächste Runde. Einsatz zu Ägypten vielleicht noch. Ägypten ist dankenswerterweise eine Großstadt und zusammen mit Istanbul und Ankara eine unserer wichtigsten Provinzen. Und vor allem wird auch Ägypten einer unserer wichtigsten Militärstützpunkte darstellen, denn von Ägypten aus möchte ich die Truppen
schicken, die sich um Spanien und Marokko kümmern werden. Ganz, ganz spät, jetzt noch nicht, es kommt erst in ganz, ganz vielen Runden und ganz, ganz vielen Parts. Außerdem ist es wichtig, dass wir vor Ort eine starke Garnison haben, denn ihr wisst ja vielleicht, dass Frankreich und Großbritannien, also zwei Völker, mit denen wir eigentlich Freundschaften pflegen wollen, Ägypten leider unter ihren Pflichtprovinzen haben. Also das heißt, die müssen das erobern, wenn sie gewinnen wollen. Das müssen wir natürlich verhindern. Und es ist so, die KI wird, ich sag mal, ganz höflich dazu verleitet, anzugreifen, wenn schwache Garnisonen vor Ort sind. Das heißt, wenn eine fette Garnison vor Ort ist, dann weiß die KI, okay, ich muss wirklich was hinschicken, und dann fällt es uns leichter, die Handelsabkommen und eventuell sogar später Bündnisse mit den beiden betreffenden Völkern aufrechtzuerhalten. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass plötzlich eine riesige französische Flotte hier startet, mit einer riesigen Armee angelandet ist und dann dieses praktisch unbewaffnete, unverteidigte Ägypten erobert hat. Also das werden wir auch in den kommenden Runden aufrüsten müssen. Die anderen Provinzen sind nicht ganz so bedroht. Mesopotamien wird ebenfalls recht spät aufgerüstet werden. Oder später. Denn auch das ist eine Großstadt und auch das ist hervorragend für Militärquartiere geeignet. Und dass wir dann, wenn ihr auf der Karte mal guckt, im Osten, im Südwesten und im Nordwesten jeweils eine starke Stadt haben, wo man reichlich Truppen ausbilden kann. Das ist wiederum ein Vorteil des Osmanischen Reiches, dass man eben an solchen neuralgischen Punkten, an den zukünftigen Fronten, noch sind wir mit Persien verbündet, das wird aber nicht ewig halten, starke, große Städte haben, wo man reichlich Truppen ausbilden kann. Und das ist, wie gesagt, ein Vorteil. So, jetzt ist aber wirklich genug gelabert und es geht auf in die nächste Runde. So, da kommt das unverschämte Angebot von Österreich. Die wollen Bosnien, Serbien und Moldawien haben und bieten uns dafür militärischen Zugang an. Das machen wir nicht. Wir können ja mal spaßeshalber den Einhandelsabkommen anbieten. Das machen sie nicht. Dafür gibt es die Kriegserklärung. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, nicht den Beistand zu erbitten. Hat zwei Gründe. Erstens wäre dann das Krimkanat im Krieg mit Österreich, bringt uns überhaupt nichts, weil das Krimkanat viel zu schwach ist, um einzugreifen. Dafür ist aber die Gefahr groß, dass die Österreicher dann der Krim den Krieg erklären und da auch einmarschieren. Und zweitens würde Persien vermutlich nicht mitmachen. Das heißt, unsere schöne Bündnisbemühung mit Persien wäre zunichte und die Perser würden uns später auch angreifen können, weil sie nicht unsere Verbündeten sind. Deswegen darauf verzichten. Wir haben also Krieg mit Österreich. Das ist kein Schock für mich. Das ist für jeden, der das Osmanische Reich spielt, das Natürlichste von der Welt. Österreich ist unser Toderbfeind. Die müssen einfach weg. Wir müssen deren Hauptstadt erobern, die müssen unsere Hauptstadt erobern und reichlich andere Provinzen, also die Österreicher und wir hassen uns. Vermutlich wird es kein einziges Mal im Spiel Frieden geben. Also es gibt von Runde 1 bis Runde 200 Krieg mit Österreich. Das habe ich nie anders erlebt und ist halt so. Vielleicht mache ich nochmal ein Österreich-Let's Play, ist auch nicht ausgeschlossen, dann sind die Osmanen eben unsere Hauptgegner. So, Georgien hat gerade eben auch gezogen und hat nichts gemacht, das finde ich gut. Wir haben reichlich Kohle, 9334 Goldstücke. Er ist erneut erfolgreich, unser Spion, hat wurde also nicht aufgedeckt. Ich füge die Armee zusammen. Sie kommt noch nicht ganz nach Georgien. Dafür können wir nochmal hier einmal Muslims ausbilden und nächste Runde dann vielleicht auch schon angreifen. Die haben noch keine Truppen gebaut, finde ich interessant. Vielleicht machen sie es nächste Runde noch. Dafür bauen sie schon mal Straßen, das ist hervorragend. Und das ist übrigens eine wohlhabende Schule. Das macht natürlich gar keinen Sinn, da ausgerechnet eine Schule zu haben, denn die Schule forscht immer gleich schnell. Dadurch, dass das wohlhabend ist, macht es viel Sinn, hier später eine Fabrik hinzubauen, die richtig Geld verdient. Denn sehr arm und wohlhabend ist eben ein Riesenunterschied. Das macht nämlich ungefähr das Doppelte aus.